Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung. Cubifactorium steht hier oben rechts in der Ecke. Ist das Spiel, was ich mir heute angucken möchte, mit euch zusammen. Ich habe schon ein bisschen gespielt, aber jetzt komme ich so in die Region, wo es langsam interessant wird. Auch für mich am Anfang ist es halt sehr einfach, so die Kampagne und so weiter. Es ist im Early Access und es wird beschrieben als eine Mischung aus Siedler, Minecraft und Factorio. Man sieht hier schon so ein kleines Beispiel, ne? Also hier so eine Pyramide, da ist ein Kaktus und so ein Feuer und eine Kiste steht rum. Es ist halt so ein bisschen pixelig wie Minecraft und auch die Musik erinnert mich an Minecraft. Aber das war es dann aber auch schon. Also es gibt so ein paar Monster und so, aber die sind nicht wirklich gefährlich und man kämpft nicht so ums Überleben. Also ich zumindest spiele Minecraft immer so auf Hardcore. Wie auch immer. Es ist noch ein bisschen Siedler, aber ich fange vielleicht einfach an, oder? Dass wir dabei schon ein bisschen was sehen. Ich mache mal Kampagne fortsetzen und dann sieht man gleich die Weltkarte und da steht jetzt, dass es eben noch nichts gibt. Na, keine Geschichte, man kann einfach nur das Spiel so ein bisschen kennenlernen. Ne? Das sind so verschiedene Inseln und da gibt es verschiedene Aufgaben. Und die nächste wäre jetzt hier die Wüsteninsel. Die scheint mir vielleicht ein bisschen zu schwierig zu sein. Die ist ein bisschen größer. Exportiere Güter, um Geld zu verdienen. Ist hier die Aufgabe oder ist das immer die Aufgabe? Naja, wir nehmen die einfach mal. Wie gesagt, pixelige Welt. Siedler ist es, wenn man ein paar, ja, so, wie sagt man, Kolonisten hat, die man glücklich machen muss. Und man baut eben so nach und nach verschiedene Sachen. Und wenn man die dann hat, dann, also so Werkzeuge, dann schaltet das sozusagen die nächste Technologiestufe frei, bis man irgendwann eben wirklich bei der Automatisierung ist. Und das merkt man am Anfang eben noch nicht. Also wenn das auch mit Factorio verglichen wird, das ist wirklich weit, weit davon entfernt. Sicherlich, wenn man im freien Spiel unterwegs ist und gleich alles hat und so, dann kommt man da irgendwann hin. Aber es ist auch bei weitem nicht so massiv, die Fabriken in Factorio. Da hat man ja mal so eine riesige Welt und Monster, die man umbringen muss. Was hier, wie gesagt, die sind nicht wirklich böse hier, die Monster, die man hier so hat. Also unsere Leute, wir haben extrem viele, 60. Extrem, weil in den vorigen Leveln gab es halt nicht so viel. Wir fangen erstmal an, alles abzubauen, was es hier gibt. Wobei hier vielleicht gar nicht so... Naja, mal sehen. Nicht so viel bauen können. Wir haben... wir haben jetzt die ersten Steine. Ne? Dadurch werden halt Sachen freigeschaltet. Fundamente und so weiter. Ich denke mir, dass wir den See hier vielleicht auffüllen können. Weil das hier ist nicht auffüllbar. Aber das hier, das kriegen wir vielleicht. Zumindest bis zu diesem oder so. Dann haben wir ein bisschen Platz zum Bauen. So, wir haben hier so ein Schiff. Womit unsere Kolonisten hier auf dieser Insel gelandet sind. Und da sieht man schon, es gibt wahnsinnig viele... Sachen, die uns hier mitgeliefert werden. Man muss also eigentlich gar nicht so vom einen zum anderen so langsam voranschreiten, sondern man packt einfach das Schiff aus. Aber man muss von Anfang an schon so ein bisschen auf Ordnung achten und die Sachen nicht irgendwie zu... Ups, da wollte ich es gar nicht hinbauen. Dass es nicht messy wird. Ja, das geht nämlich ganz schnell in diesem Spiel. Also ich mache jetzt erstmal 4 Lagerplätze und dann holen wir uns vom Schiff, ja, sagen wir, die sollen beladen werden. So, alle 4. Und im Lager wählt man dann aus, was man haben will. Wir wollen also Steine haben. Wir wollen, habe ich den hier auch mal, wir wollen Logs haben. Und vielleicht auch schon ein paar Bretter. Und Steinblöcke wäre ganz nett. Das ist Ton, das hier sind die Steinblöcke. So, die sollen erstmal aus dem Schiff ausgepackt werden. Dann gibt es halt immer so Empfehlungen. Warte mal, was ist das hier? Klicke auf diese Aufgabe und dann ist sie weg, die Early Access. Warnung. Ja, sehr gut. So. Ist auf einmal so viel Platz, ne? Was ist hier? Entschuldigung. Kaputt gegangen dabei. Was sollen wir denn bauen? Eine Basiswerkstatt. Ja, okay, wir müssen es nicht bauen, weil wir, wie gesagt, die Sachen eigentlich haben. Aber... Ich warte vielleicht auch noch damit und baue stattdessen mal ein Lagerfeuer. Können wir sogar das hier schon bauen? Da brauchen wir Brett und Steinbock, das haben wir schon. Wir bauen gleich große Lagerfeuer, um hier möglichst weit gucken zu können und möglichst viel Gebiet zu erschließen. Zu gucken, was wir da haben. Was wir hier nicht haben, ist ein Brunnen. Den sollte ich
irgendwo hinbauen. Vielleicht hier. Man kann hier auch draufklicken und sagen, ich hätte gerne das. Dann brauchen wir es nicht im Menü suchen, im Grund anklicken und eben sagen, wo es hin soll. Und das ist ganz viel. Ja, wie bringe ich den Satz zu Ende? Das ist die Logik in dem Spiel. Dass man halt immer so Lager hat und eben den Fabriken oder. Es ist halt, ich meine, eine Bäckerei ist keine Fabrik in dem Sinne, aber wenn man halt so eine Häuser hat wie eine Bäckerei, muss man halt immer ein Ausgangslager festlegen und wo müssen die Sachen halt hin. Und dann ist eben die Frage, wo werden die Sachen hingeliefert? Erstmal packt man die so für die Allgemeinheit irgendwo hin und dann können wir, wenn wir das hier machen, das ist jetzt so, weil jetzt ist Wasser schon gelagert. Also Wasser war jetzt schon ausgewählt durch den Brunnen und jetzt kommen die, glaube ich, von alleine und automatisch auf die Idee, da auch Wasser einzulagern. Dann muss jetzt nicht jemand die ganze Zeit den Brunnen bedienen, sondern das wird halt aus dem Schiff geholt, so lange wie was da ist. So, das hier wird nicht abgeholzt, da fehlt wahrscheinlich irgendwas. Benötigt Steinschaufel, eine Schaufel für die, um die Palme loszuwerden. Gut, es gibt keine Äxte, glaube ich. Ne? Es gibt nur so Hacken. Machen wir mal die drei Sachen hier hin. Können wir ein bisschen ranzoomen. Das ist genau, ja, wirklich besser sieht man es auch nicht. Hier, hier und hier. Und dann sagen wir halt, wir wollen eine Steinhacke, Steinhammer. Jetzt haben wir den Typen ja, der da in dem Lager rumsteht. Da ist dann jetzt Platz für eine nur. Und das bedeutet, Hammer und Steinschaufel geht immer aus dem Lager raus. Das ist die. So, bis jetzt alle Leute was genommen haben. So, und dann bleibt es halt da drin liegen. Wir könnten auch schon die Eisenschaufeln und Hacken und so weiter auspacken und so. Aber brauchen wir noch nicht. Hier ist eine Ölquelle. Das sind so die Ressourcenpunkte. Also erstmal baut man halt alles ab, bis man halt nichts mehr hat, bis es verbaut ist. Und danach geht es halt über solche Quellen wie hier Ölquelle. Und da gibt es dann auch, das sieht genauso aus, Eisenerz, Steinadern, Ton vielleicht sogar. Und wieso wird das nicht gebaut? Weil es einen Hammer brauchte, ne? Und den kriegen wir jetzt, ne? Also das, da habe ich ein bisschen gepennt, aber ist ja nicht schlimm. Muss ja was erzählen dabei. So, das heißt, es ist Zeit für ein Schlückchen Kaffee. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das als Hydrierung zählt bei den Temperaturen draußen. Schön fleißig trinken. Und die, man sieht schon, die wollen auch trinken. Die haben ja überall so die Wassertropfen dran und sie wollen Häuser haben und manche wollen auch einen Apfel, also was essen oder elektronische Produkte. Nee, dann wäre es angebissen. Und das muss man denen natürlich zur Verfügung stellen und ich glaube, Essen ist tatsächlich eine Sache, die man nicht automatisieren kann. Also man, da braucht man immer jemanden, der am Brunnen, also anstatt einen automatischen Brunnen zu haben, muss man immer jemanden haben, der am Brunnen brät. Oh, hier oben haben wir noch was auf der Insel. Schon was sichtbar, eine Spinne, Spinneneier, was ist das hier? Achso, hier sind noch ein paar Leute, die dann mit für uns arbeiten wollen. 1, 2 sehe ich da. Die Fahne hat so ein Smiley drauf, ja. Wir retten euch bald. So, das heißt, diese Sachen hier abzuholen, da braucht man eine Eisenspitzhacke. Okay. Hier drüben, das geht noch mit Stein. Na, dann machen wir erstmal hier drüben weiter. So weit wie wir können. Dann sind hier diese Geoden, da ist ziemlich viel Eisen, Kupfer und so weiter drin. Hier die kleinen Dinger, da brauchen wir dann auch einen Lagerplatz, weil das wird sonst ja alles irgendwo hingelegt. Bei Stein wäre ich gar nicht so sauer. Was ist das? Das ist eine Ölquelle, das ist natürlich blöd. Dann braucht das hier alles weg. Und vielleicht fangen wir tatsächlich mit den Fundamenten an. Den Stein hier einfach mal zu verbraten, dass wir ein bisschen Wohnraum bekommen. Oh, da ist der Stein schon alle. Schade, schade. Ja, das Wasser reicht offenbar nicht. Wohnhäuser. Das heißt, wir brauchen 15, glaube ich. 4 mal
15. Ja, 4 Personen können in einem Haus wachsen. Aber damit es hier weitergeht, müssen wir halt diese Sachen, nicht? Also Basiswerkstatt sollen wir bauen. Okay, ich baue jetzt einfach mal eine, damit wir die haben. Dann sollen halt Sachen gelagert werden. Bündel, Weizenbündel, Holzteile. Das können wir auch ausladen aus dem Schiff. Das brauchen wir nicht selber herstellen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Platz geschaffen. Dann machen wir das mal so. Dann lassen wir hier Weizenbündel machen und hier die Holzteile. So, wenn wir die Werkstatt haben, wenn die nicht gebaut werden, doch, der ist schon dabei, sehr gut. Dann kriegen wir so neue Gebäude und da haben wir jetzt noch gar nicht reingeguckt. Wir haben halt bei der Automatisierung, also Fabrik, ne, da gibt es dann so die automatischen Baumschulen, Ofen, Schmelzofen, Quarries, ne, die Kupferminen, ein Gewächshaus, was macht das eigentlich? Keine Ahnung. Aber es ist halt kein Bäcker dabei. Glaube ich zumindest. Nee, ist nicht dabei. Und eben, wie gesagt, keine Wasserpumpen oder sowas, ja, um die Leute zu versorgen. Aber immerhin die anderen Sachen. Wie gesagt, wir können ein paar Häuser bauen. Rastplatz sollen wir bauen. Aber jetzt sind halt erstmal Häuser dran. Mindestens 2. Hier ist ein Stein. Eine Steinader. Sehr schön. Für den Steinbruch. Wo bauen wir die Häuser hin? Wir haben halt hier einen Weg. Vielleicht, wenn wir hier... Wir könnten auch hier, dann kommen wir aber nicht ganz so weit. Eins. So, und dann hier. So, das wäre erstmal die erste und ich lasse ein bisschen Platz. Für eine Straße. Oh, aber vielleicht ist... Na gut, im Wohngebiet brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber wir können halt so Straßen bauen, Schlammstraßen zum Beispiel. Nee, ich wollte erst ein Fundament bauen. Und dann ziehen wir da mal... Moment, Straße. Es gibt natürlich auch so Shortcuts. Konnte ich es jetzt nicht bauen. Aber man muss immer absetzen. Beschleunigen wir das mal hier ein bisschen. Ja, es gibt natürlich auch so Prioritäten und sowas, ne? Also Kolonistenmanagement, wer hier was macht, wer was machen darf. Manche Leute können manche Sachen besonders gut, ne? Die haben dafür irgendwie ein Geschick. Und die Farben hier, das sind eben so Zonen. Man kann über die Leuchtfeuer, wir haben ja das hier gebaut, na, das ist eben Zone Rot, kann auch Zone Gelb sein. Und so kann man dann steuern, wer wo arbeitet und wer was macht. Und nicht nur das, also nicht nur die Leute, sondern nachher auch die, den Transport. Also wenn man so Züge hat und Zeppeline, dann kann man die steuern, in welche Bahnhöfe die anfahren sollen, so nach Farben und so. Das ist schon ganz nett. So, aber es ist halt so, also ich meine, so ein Mischspiel kann eben nicht alles perfekt, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man jetzt so ein Siedlerspiel hat, wo man halt sagt, so ja, so ein Siedlungsbau, das ist total knuffig und man kann ja zugucken, wie die da Holz sägen und so weiter. Das ist jetzt so bei den neueren Teilen zumindest. Aber das war ja schon immer so. So dieser Siedlungsknuffigkeitscharakter eben, ne? Das hat man hier nicht so, weil es eben so pixelig ist. Ne? Und Factorio ist halt total krass, wie es mit der Automatisierung geht. Schon eigentlich von der ersten Minute an, was man hier halt überhaupt nicht hat. Ne? Man hat überhaupt keine Automatisierung. Ja? Stattdessen muss man sich erstmal um die Kolonisten kümmern, wo das Spiel aber was auch um Automatisierung gehen soll, muss man halt hier erstmal die menschlichen Bedürfnisse befriedigen. So ist es eben. Aber man hätte es eben auch weglassen können, dann wäre es aber natürlich ein anderes Spiel. Aber das wollen wir ja nicht. Es ist ja ein schönes Spiel. Und hat sich einer ausgedacht. Ne? Das wird von Mirko, heißt er, glaube ich.
der einzige Entwickler. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn es ein bisschen länger dauert oder wenn der mal Ferien hat und dann kein Patch kommt. So, wenn wir das hier noch auffüllen? Nee, na, eigentlich noch ein bisschen, aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Wenn, dann will ich das hier auffüllen alles. So, müssen wir herausfinden, ob wir auch das Tiefe überhaupt machen können. Dafür gibt es doch einen Kai hoch. Oh ja, siehst du? Sehr gut. Du hast immer zwei Steine, mehr haben wir nicht. Oder das Stein ist halt alle. Aber wir haben ja einen Steinbruch. Automatisierung. Wir müssen halt gucken, was wir dafür brauchen. Ach, hier unten. Ach man, ich habe gesucht, weil Steinbruch ist schon übersetzt. Der Rest noch nicht. Holzteil, Maschinenteile und Ziegel. Auch das haben wir alles schon. Also Maschinenteile und Ziegel packen wir einfach mit aus. Mal sehen, wir machen nochmal Fundament. So, ich brauche es gar nicht einzeln, wir hätten es auch ziehen können. Ja, da brauchen wir ja 20 Steine für. Naja, ist erstmal so in Ordnung. So, packen wir aus. Maschinenteile sind das. Ziegel sind das. So, da hat man schon neue Gebäude. Wassersprengler ist auch dabei. Das ist sehr wichtig, ne, weil, wie gesagt, die trinken halt sehr gerne und sehr viel. Es ist halt blöd, das Wasser dafür zu verschwenden. Leider können wir eben, wie gesagt, das hier nicht zumachen. Wir können noch mal gucken, ob es wirklich so ist. Aber ja, das ist zu tief. Das lässt sich nicht füllen. Und hier ist aber unsere einzige Möglichkeit, eine Farm zu machen, wo bei, wenn ich so drüber nachdenke. Wir gucken uns mal ganz kurz den Wassersprinkler an. War der bei Nahrung? Ja. So, das sind zwei nach unten. Das heißt, wenn wir den hier hinbauen, sprinkelt der. Wir bauen den mal hier hin. Und dann machen wir Fundament hier. Und dann gucken wir mal bei Farmen, was da so gibt. Wenn ich die hier mache, ja, funktioniert. Und wir können hier Weizen und Baumwolle. Wir können mal hier noch eine Farm machen. Da, ah, okay. Also bringt nichts. Mal wieder abreißen. Braucht er gar nicht fertig bauen. Auf dem Sand wächst halt nichts. Ja, dann sprengt er hier unser Weizenfeld. Das ist schon mal ganz nett. Da ist aber auch gleich ein Ausrufezeichen dran. Man sieht es immer so, dieses Fähnchen. Weil wir keinen Ausgang dafür haben. Wir können also... Mal sehen, das ist 3. Dann machen wir hier so ein Dreierfeld. Weizen. Dann wird das erstmal da geerntet. Hätte das auch gleich automatisieren können, fällt mir ein. Naja. Haben wir nicht gemacht. Hier drüben geht es weiter. Noch ein paar Häuser bauen. So, das sind jetzt 8, 9, 10. 5 noch. Ach, schade, es geht nicht auf. Wir können die auch aneinander setzen, glaube ich. Oh, Post. Moment.